Recht herzlich willkommen zur 66. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind unterwegs hier, um Fälle zu verkaufen und wir Geld in der Kasse kriegen, aber das mit dem Geld, das ist gerade so ein bisschen schwierig, ne? Na doch, war richtig. 26. Ja komm, da muss man jetzt schon welche verkaufen für den Preis, ne? Ja, wir haben miese und die Moral der Truppen ist dann schlecht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch dran, dass wir jetzt zu viele Städte haben oder so. Ich kann es mir nicht so richtig erklären, ne? Ich gehe fast davon aus. Vielleicht sollten wir hier mal mit einer Truppe ein bisschen da lang laufen. Truppe verweigert sich aufgrund Moralverlust, genau. Das geht also nicht. So, da haben wir jetzt hier nichts zu gewinnen. Das lohnt nicht eigentlich zu verkaufen, ne? Die haben alle Fälle, ne? So, wo können wir denn was hinbringen? Tja. Sehr wohl. Irgendwo müssen wir an Geld jetzt kommen, damit die den Moralverlust da. Auf, auf! Na, jetzt gehen sie schon mal auf jeden Fall. Dann holen wir uns mal hier diese Warenhaufen. Da ist ja wenigstens ein bisschen Geld. Obwohl das gerade. Ja, jetzt greifen wir erstmal natürlich die Bären an. Ist aber auch nicht schlimm. Die sind ja auch sofort kaputt. Will ich hoffen. Obwohl unsere gehen sowas von rapide runter da gegen diese paar Bären. Uns reicht nicht. So, jetzt sind die wegen Moralverlust immer noch nicht am Laufen, ne? Toll. Ja. Oh. Sag nicht. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Plus. Hier gibt's Fleisch, aber das fehlt's an Waren, ne? Rohstoffe, genau. Müssen wir nochmal einen Handel aufmachen. Gucken, dass wir was mitkriegen. Ich glaube, wir nehmen mal den Honig mit. Der rentiert sich wahrscheinlich besser wie der Rest. Ah, super. Jetzt ist der Honig schon auf der Strecke wahrscheinlich geblieben. Ja, Moralverlust, ne? Das ist der falsche Händler. Obwohl, das ist wahrscheinlich der richtige Händler war, ne? Unser bester Händler in der Stadt. Da ist er. Ja, mit Honig kann man Geld verdienen, aber nicht mit Fellen. Ja, was nehmen wir jetzt mit? 37 ist, glaube ich, niedrig, aber 73 hier geht auch, ne? Zack. Sehr wohl. Truppe ist motiviert, ne? Nein, noch nicht. Gut, Händler wieder anwählen, raus damit. Da können wir ein bisschen jetzt kaufen. 9 nur noch. Und wie ist es hier? Da können wir was verkaufen. 434, ja, gut. Ne, das ist teuer. Obwohl die das hier produzieren, aber die haben nichts davon, ne? Das lassen wir auch liegen. Ja. Die sind dann gesättigt. Lass uns dahin nach Konya hinfahren, wenn man es fahren nennen kann. Wenn wir jetzt hier irgendwo einen Haufen sehen, dann sollten wir den mitnehmen, aber hier sieht man jetzt gerade nichts, ne? Den sollten wir vielleicht erstmal hier zwischenstoppen lassen und gucken, wie die Preise da gerade sind. Da geht ein bisschen. Da fünf wir weg. Und da können wir eher zukaufen, bevor wir da was verkaufen, aber hier. Hier geht was. So. Und dann weiter dahin. Fälle, Honig. Honig können wir zukaufen, genau. So, dann hier hin. Da geht was mit dem Honig. Alles nämlich weg. Hier geht auch ein bisschen.
Mach das auch weg. Und da haben sie genug. Können wir was mitnehmen? Hier unten könnten wir was mitnehmen. 140, aber wir haben kein Geld. Auch schön. Obwohl wir gerade verkauft haben, haben wir kein Geld. Das ist schlecht. Ja. Schon unterwegs. Dann gehen wir da hin. Keine effizienten Händler sind da, ne? So, 120. Weg damit. Honig können wir. 80 geht gleich hoch. Hier können wir noch was kaufen, alles klar. Das lohnt nicht. Kohle lohnt nicht. Der Wein ist ganz interessant eigentlich, aber. Ja, Getreide, ne, ist 40 auch schon teuer. Die Felle sind es wieder, ne? Schon weiter geht's. Jetzt haben wir nur noch das, was wir da gerade an Bord haben. Ich glaube, wir verlegen die so Truppen, wenn es geht, nach dahin. Das geht auch. Die haben gleich wieder sowieso die Nase voll. Das ist Milos, den brauchen wir nicht auswählen. Schon unterwegs. Das ist immer noch Milos. Da ist er. Ja, guck mal an, die Hälfte der Truppen läuft schon wieder weg. Hat gut geklappt. Ein Angriff vom Bären und dann sind sie geflohen, oder wie ist das? Na, oh, es ist complicated, ne? Hier kannst du billig einkaufen. Machen wir auch noch. Weil die brauchen es, glaube ich, ne? Laufen die raus? Nö. Nochmal unseren Händler. So, jetzt sind wir das schon mal losgeworden, ne? Ah, das ist. Nicht den Wert, den wir da haben wollen. Da ist das Geld alle. Also die 9 noch dazu. Ja, und dann, was machen wir dann? Irgendwie ist das gerade nicht so doll am Laufen. Also den können wir definitiv den Honig verkaufen wahrscheinlich, aber ja, 35 Einheiten sind schon ein bisschen, ne? Sind auch kurze Wege. Das geht. Und das geht auch. Und das können wir günstig kaufen, aber bringt uns nicht viel, ne? Jetzt haben wir ein bisschen Geld in der Tasche. Ja, 110 haben wir schon gekauft für den Preis. Ja, Früchte für 60 kaufen, ne? Geld ist dann alle. Ja. So, wie geht's mit den Truppen jetzt hier? Ne, immer noch Moralverlust. Das ist schade. Unser Händler, das ist aber wieder nicht der richtige Händler. Da ist der richtige Händler. Ne, die laufen immer noch nicht. So, da können wir jetzt was verkaufen. Das hat mal ein bisschen Geld gebracht. Was haben wir noch an Bord? Das hier geht auch noch. Komm, bis 80 gehen wir. Dann kaufen wir Honig. Der lässt sich ja ganz lukrativ verkaufen. Und das ging auf der anderen Seite, glaube ich, auch, ne? Hier ist teuer, weil nur einer da ist. Gut. Ja, wir probieren es, ne? Einfach die kurze Strecke jetzt hin und her hat anders keinen Sinn, glaube ich. Bis es ausgearbeitet ist.
Das ist durch. Da können wir schon wieder kaufen. Ja, das lohnt nicht, aber das lohnt. Jetzt haben wir da ein bisschen Plus. Ja. Es ist billig, 110, ne? Aber 37 wäre auch billig. Hier könnte man noch zulegen, ne? Ja, komm, nehmen wir die noch mit. Ach, müssen wir gucken, wie wir das Geld kriegen, ey. Es ist schon wieder rote Zahlen da oben. Irgendwie kommen wir nicht ins Plus, aber das ist halt so gerade. Zähne können wir dann noch kaufen und hier. 7. Das können wir schon gar nicht mehr verkaufen. Und die Früchte gehen gerade wieder. Wo ist die 100 zu Ende? Da. Ja. Wir gehen mal nach Konstantinopel, obwohl das nichts bringt, weil das eine große Stadt ist. Da waren die Sachen sowieso teuer. Günstig. Da lohnt es gar nicht, was zu kaufen, in Anführungsstrichen. Früchte 60 ist der gleiche Preis wie bei uns. Felle 110 auch. Bier gibt es hier allerdings. Ja, man müsste überlegen, ob man was einkauft dann eher, ne? Obwohl Töpferwaren sind hier gerade. Ja, auch nicht rentabel. Hier geht was. 3 Stück. Das hat den Weg nicht gelohnt, die hier zu verkaufen, ne? So ein Shit aber auch. Es wäre zu überlegen, was günstig noch einzukaufen ist hier. Aber günstig ist so relativ, weil kein Geld da ist. Sehr wohl. Zurück. Ja. Nützt nix, ne? 80, ja, ist klar. Die haben jetzt so viel? Nee, das kaufen wir immer ein. Können wir aber nicht einkaufen, weil wir kein Geld haben. Früchte können wir noch verkaufen. Aber 5 Miese haben wir schon. Müssen wir schon alles verkaufen? Wenn wir überhaupt ins Plus kommen. So, 70 will ich noch haben. Gut, das geht nicht. Das können wir zukaufen. Und das ist 78, 75. Wir kommen aber nicht ins Plus. Kannst du also vergessen. So, jetzt musst du schon fast warten, bis da oben mindestens eine annehmbare Zahl in Schwarz-Weiß erscheint. Und die tut's. Da, jetzt haben wir was Weißes. Machen wir doch erstmal. Weil jetzt können wir was verkaufen. Dann wird die Zahl noch größer. Ja, das ist nix. Das ist nix. Hier geht was. Aber da haben wir zu wenig von. Ja, da können wir wieder einkaufen, bringt uns aber nix. Was hatten die denn da oben für ein Problem? Keine Ahnung. Hungersnot nicht. Das wäre jetzt über, müssen wir in der nächsten Runde machen. Jetzt mal 3300. Hier wäre das günstig zu kaufen. Das wissen wir schon. Aber wir packen uns den Wagen da so voll. Zack, machen wir aber. Und gehen da gerade hin. Jetzt müssen wir einmal aufpassen, was mit Getreide und sowas ist. Ob da sich was rentiert. So, gucken, dass eine weiße Zahl da oben erscheint. Ja, schade nicht. Dann lass nochmal laufen. Die anderen Händler machen das da oben jetzt gerade aus, ne? Sind wir gerade sehr schlecht am Laufen. 4000, 3000, 4000, 2000. So, das ist schon wenig da oben, ne? So, Getreide geht hier sogar. Und das geht hier auch mit 54 beides. So.
Ne, zukaufen geht erstmal nicht. Erstmal müssen wir loswerden. Und das wäre hier allerdings fast nicht rentabel. 70. Gut, 69. Jetzt sind wir schon ein klein bisschen im Plus. Jetzt kriegen wir wenigstens was gleich gekauft. Kohle. So. Jetzt müssten wir hier eigentlich was kaufen. Muss ich aber. Nee, warte mal. Hier müssen wir nichts kaufen. Hier müssen wir was kaufen. Weil die es da unten haben möchten. 14, ja. So, jetzt schnell da runter. Ist angekommen. Stopp. Jetzt ist mal Geld da. Jetzt können wir das noch ein bisschen erhöhen. Jetzt ist es hier schon. Also, wir wollten auch das kaufen, ne? Aber nicht so viel. Ich nehme lieber da was von und da was von. So, da haben wir ja schon reichlich mit, ne? So, das sollte dann funktionieren. Schon unterwegs. Wollen wir hoffen, dass wir da den Preis wenigstens für kriegen. So. Und wir haben sogar so viel Geld, dass wir den Honig so kaufen können, wa? Ist ja schon mal was. Und hier unten wird es gerade interessant, weil die produzieren gerade dafür. Okay, da ist das Geld leer alle. Jetzt müssen wir erstmal verkaufen, bis auf den Honig. Hier können wir ein bisschen loswerden. Und hier steigt gerade der Preis dahin, wo wir ihn haben wollten. Ja, machen wir so. Und ist trotzdem, ne? Nicht so rentabel. Wir haben wieder noch was auf dem Wagen. Die haben es schon verbraucht. Ja. Kannst du zwei von verkaufen. Jetzt haben wir dieses Zeug auf dem Wagen und werden wir nicht los, ne? Den Honig hatten wir schon erledigt. 7 davon, bis der Preis steigt. Ja, da steigt der Preis dann auch. Ob das dann sich lohnt, ne? 1050. Ich denke nicht. So, laufen wir wieder runter. Ja, oben ist schon wieder ein Minus. Warte, wir müssen gerade warten, bis es wieder ein Plus ist. Sonst lohnt sich's gar nicht momentan. Gut, das haben wir geschafft. Ja, 37. Achso, hier kommen wir ja ein. Das geht. Und das ist dann schon wieder gewesen, ne? Kaufe ich jetzt nicht mehr. Das ist schon billiger geworden, wie wir es haben. Lohnt das? Eigentlich nicht. Aber ein bisschen was müssen wir einkaufen, um handeln zu können. Ja. Und wieder zurück. So, jetzt nochmal schauen. Das wird hier immer billiger, das ist gut. Aber steigt immer noch. Und irgendwann kommt ein anderer Händler und kauft das weg. Dann haben wir Pech gehabt, ne? 40 ist. Bis dahin. Machen wir. Da haben wir wieder was gekauft und sind es nicht losgeworden, ne? 70. Machen wir auch. 43, machen wir 40. Hat sich also gar nicht gelohnt. Kann man einen verkaufen, super. So, kaufen sollten wir hier den Honig wieder. 10 Einheiten und die Töpfer waren. Wenn die schon bei 4 Einheiten und im Preis steigen. So. Und da wir mal eine Ruhepause brauchen, marschieren wir jetzt dahin und dann schauen wir weiter. Kriegen wir die noch da? Ja, kriegen wir diesmal hin vielleicht.
Obwohl, siehst du schon wieder. Die Moral nicht gleich umkehren und zur nächsten Stadt zurückgehen, kann auch noch sein. Ja, da waren mal weiße Zahlen bei. Gut, aber das verfolgen wir dann in der nächsten Runde. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.